Herzlich willkommen hier bei Forest und also wie man so unschwer erkennen kann. Ich denke mal, ihr seht das dann auch am Namen des Titels des Videos. Und zwar bin ich heute nicht alleine hier und habe mir deshalb ein bisschen Unterstützung geholt, denn ich bin der absolute Vollnoob in Forest. Habe, glaube ich, jetzt 111 Minuten gerade mal gespielt. Das ist unter 2 Stunden und somit Vollnoob halt. Ja. Ja, und du spielst die Erwartung, dass ich der Oberpro vor dem Herrn bin, alles klar. Ja, ich dachte wenigstens, dass du, da du ja auch ein paar Stunden mehr auf Steam hast, es ein bisschen besser kennst und vielleicht finden wir es ja auch noch gemeinsam heraus. Naja, nicht allzu viel, vor allem, das kenne ich die ganzen aktuellen Updates nicht. Das stimmt, die patchen ja. Verändert sich verständlich. Genau, die patchen ja momentan wie verrückt. Ja, wahrscheinlich kannst du irgendwie, die patchen ja schon seit ein paar Jahren, wie verrückt, das Ding ist ja immer noch eine Alpha. Ja, vielleicht kannst du jetzt schon Raketenwerfer bauen oder so. Ja, klar, wäre cool. Ja gut, wenn du möchtest, fang mal an in 3, 2, 1 und dann kommt eine kleine Videosequenz. Nach einer sich drehenden Axt. Starting Client. The following is an in development alpha build. Wow. Eben warst du noch jemand anders. Meine Axt. Okay. So, warte mal, was haben wir da? Aus Versehen, ich wollte nach dem Buch von dem Jungen greifen und hab aus Versehen statt E-Leertaste gedrückt, deswegen habe ich jetzt schon ein bisschen gelootet. Okay. Und gerade die Krankenschwester hier. Ja. Weil die Flugbuchkarte sind. Ich habe mich eben im Video gewundert in der Anfangssequenz, wo denn rechts neben mir mein Junge ist. Aber den hattest du ja. Das ist dein Junge. Haha. Gut, ja, für diejenigen, die nicht wissen, was Forest ist, was aber wahrscheinlich kaum der Fall sein wird, aber sowas gibt es ja immer wieder, ist ein Survival-Game sozusagen, wo man halt überleben muss. Also man entscheidet halt, ob man der Jäger oder der Gejagte ist. Und ja, so wie ich es noch weiß, ist... Was? Was? Man entscheidet, ob man der Jäger oder der Gejagte ist. Ja, ob man der Jäger ist oder der gejagt wird. Oder ist das falsch? Naja, auf jeden Fall so viel, wie ich es noch weiß. Was machst du denn da? Lenken uns wieder so doll ab, wie beim letzten Mal, wo wir es versucht haben aufzunehmen. Und dann mitten in unserer Base, nach dem Nichtspeichern von mir, ein Flugzeug mitten in der Base hatten. War lustig. Also hier liegen irgendwie so ganz, ganz wenige Koffer nur rum. Das waren noch mal früher viel, viel mehr, oder? Wahrscheinlich wollten sie den Start ein bisschen schwieriger machen, weil ich fand den immer relativ einfach. Ja, ich fand auch, das war ein bisschen viel, was man da bekommen hat. Das da, oh Gott, hier ist direkt so ein Ritualopfer, schlag mich tot, warum? Guck mal. Ganz groß und ganz hässlich. Und wir sollten von denen weggehen. Ich muss hier erstmal gucken, was wir hier noch haben. Ich habe einen Koffer hier gefunden, mehr nicht.
Ja, was ich unbedingt sagen noch wollte, ist, wir wissen nicht, wie lange wir das hier machen und das Projekt hier wird auch, ich sag mal, hey, eher unregelmäßig kommen, da ich nicht immer weiß, wann ich Zeit habe, die Videos hier hochzuladen. Im Endeffekt hatte ich es ja vor zu streamen, da war es dann, oder wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Allerdings sagte OBS, nö, wir nehmen mal Forest nicht auf und ja, fick dich, so nach dem Motto. Und das fand ich ganz, ganz, ganz verletzend von OBS, dass er mir das antut. Und da dachte ich mir, weißt du was, da mache ich halt eine Normalaufnahme draus und ich weiß aber halt nur nicht, wann ich die hochladen kann. Von Zeit her. Was ist das für eine Scheiße oder was ist echt der Oberhammer? Was? Ich? Da hat OBS mich angekackt. Ja, könnte man so sagen. Da kann auch sein, dass ich mich mit OBS noch nicht so gut auskenne, weil so lange streame ich ja auch noch nicht. So, wo haben wir hier Koffer? Du musst auf jeden Fall, musst du jetzt eine Rundfunklizenz werden, also. Ja, das ist absoluter Bullshit. Ich frag mich, ob das überhaupt durchkommen würde, weil normalerweise schränkt das doch die Freiheit und ja in Deutschland ungemein ein. Und normalerweise müssten die, wenn du eine... Das geht nicht gesetzt. Ja, aber normalerweise ist es doch so, wenn die jetzt eine Rundfunklizenz beantragen müssen, ne, dann hat man ja rein theoretisch doch auch Anrecht auf die Rundfunkgebühr, oder? Oh, keine Ahnung. Glaube ich nicht, aber keine Ahnung. Ich meine, man kann ja nicht nur pro etwas machen, sondern man muss ja auch dann in dem Fall Contra. Oder andersherum. So, wo bist du? Ich bin hier. Ich würde vorschlagen, wir gehen irgendwie in Richtung Wasser, aber ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, wo hier das Wasser ist. Ich glaube hier runter. Ich folge dir einfach mal. Dann folgst du mir mal, hier ist ein Steilwand. Ich habe nämlich... Oh, da unten sind noch ein paar hier Koffer. Koffer. Ich habe nämlich keine Ahnung von dem Spiel wirklich. Ich weiß auch nicht mal, wo man das Inventar öffnet. B. Das habe ich alles umgelegt. Das ist bei mir hier. Warte mal, das ist ein Inventar und das ist mein Feuerzeug. I öffnet man das. Alles klar. Aber weißt du, was mir komisch eben aufgefallen ist? Du warst eben noch ein ganz anderer, der da auf dem Boden im Flugzeug rumgekrochen ist und auf einmal bist du einer, der eine Glatze hat. Vorher hattest du Haare. Das entspricht doch total meiner Persönlichkeit in Wirklichkeit. Sag mal, wer bin ich denn? Bin ich dieser Kolumbien-Mann da? Der Mexikaner. Yay, ay caramba. Caramba, el bato. Ja, ja. Mal ein bisschen was mitnehmen hier. Oh, ich muss auch aufsammeln, nicht nur umnieten. Da oben waren noch ganz viele Kräuter. Hast du die mitgenommen? Ein paar habe ich mitgenommen. Hier heißt es wohl anscheinend alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist. Oh ja. Das Schöne ist, wir können die Koffer beide looten. Das ist gut. Dann gibt es wenigstens keinen Streit um Beute. Der muss auch so gehen. Den machen wir uns dann. Ich muss eben gestehen, ne? Hätte ich eben eine Facecam gehabt oder so, hätte man mich eben voll gesehen, wie ich im Flugzeug eben zusammengezuckt bin, als auf einmal die Triebwerke Feuer gefangen haben. Da hört man ja so einen kleinen Knall. Und ich habe ja neue Kopfhörer und die sind sehr intensiv bei sowas. Das ist ein ganz schöner Schritt. Sehr schön. Oh, hier waren Vögel. Oh, hier fliegen Koffer durch die Gegend, oder wenn wir dagegen kommen. Haben wir hier nicht letzte Mal schon gestartet? Waren wir hier nicht? Der ist von woanders. Wollen wir uns hier niederlassen? Hier haben wir Wasser. Nee, hatte ich für keine gute Idee, weil hier bist du vor den Angeborenen nicht beschützt. Wollen wir sagen, ist da oben eine Höhle? Ja. Ich hab grad noch einen Leguan gekillt. Oh ja, ich töte mal einen Vogel, warte. Ja, wir haben einen Leguan-Kopf. Oh. Vogel! Ich lasse mir den Leguan-Kopf. Okay, der Vogel ist weg. Da ist der Vogel. Gib ihn! Ja! Meiner! Ich hab einen Vogel. Und noch ein. Ich finde das nicht so recht. Erstmal die ganzen Vögel umbringen. Weißt du, teilweise ist das halt so ein bisschen wie Minecraft ganz früher, finde ich. Ja. Im Rumlaufen und totalen Bullshit machen, anstatt hier gezielt irgendwie was zu farmen oder so. Wo bist denn du gerade? Hinter dir. Hallo. Ey, nicht schlagen. So gut. Schlagen ist böse, ne? Ja, genau. Lass mal in die Richtung gehen hier. Sag mal, ich wollte gerade sagen, kriegt man keine Stickies? Schrotflinten würde ich mir holen, aber so. Gibt's hier Schrotflinten? Ich meine jetzt in Real, oder? Ach so. Das macht Spaß.
Potato Chip. Potato Chip. Naja, noch passiert ja. Hast du überhaupt eingestellt, dass die Eingeborenen da sind? Das hatten wir auch letztes Mal das Problem. Okay. Ja, aber normalen Modus, da kommen die Eingeborenen. Okay, gut. Ja, letztes Mal hatten wir ja fast eine Stunde gespielt und irgendwann ist uns aufgefallen, hast du überhaupt Eingeborene eingeschaltet? Nee, ich hatte die nämlich irgendwann mal ausgestellt, weil ich keinen Bock auf Eingeborene hatte. Weil alleine können die halt schon ordentlich die Bude zerlegen. Ja, mittlerweile sind die ja auch schon abgegradet, ne? Ist dieser Opferbaum. Ja, da sollten wir auf jeden Fall nichts machen. Nee, ich würde sagen, wir gehen mal in eine ganz andere Richtung. Da ist nämlich ein Buch. Ja, da gehen wir hin, da ist ein Walkie-Talkie und Musikplayer, glaube ich, drauf. So, die Flair wäre geil. Oh, du Weil bist... Die Flair ist ja in dem... Bist ja aber Kopf, risky, ey. Alter Schwede. Ich glaube, Sachen auf dem Boden, aus dem Boden. Rettet die Delfine, die Haie... Warte mal. Aber der ist ziemlich aufgeheilt. Ich weiß noch bei denen hier, dass man den Kopf abtrennen konnte und den mitnehmen kann. Ja, genau. Okay. Hallo, hi Happen, uhaha. Hi Happen, uhaha. Gib ihn ein Küsschen. Gib ihn ein Küsschen. Ich stehe schon so ein Effigy. Oh, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Werf ihn ab mit Stein. Aber erstmal hier looten, was der Feine hier. Spiel ist schon so ein bisschen durch, ne? Muss man mal sagen. Hm? Spiel ist schon so ein bisschen durch. Ja. Und. Oh, das wunderbar. Das heißt, uns wird gleich kalt. Über Medizin fragen können. Ich muss unbedingt mal nach der Folge dann gucken, wie laut die Folge geworden ist, weil ich da absolut keinen Plan habe. Auf Twitch auch war von der Lautstärke her. Nee, Dings ist anders eingestellt. Oh ja, Schildkröten, dann können wir uns Raincatcher bauen. Ja, warte, ich habe erstmal Bild aufgesammelt. Ja. Schildkröti! Ihr könnt leider nur einen von diesen Panzern tragen, also lohnt sich auch nur eine zu killen. Okay. Will ich gerade, will ich hier rein? Eigentlich ja nicht. Ich meine, hier schwimmt doch irgendwas durch die Gegend, aber ich schwimme jetzt mal eben rüber, ja. Ich auch, weil ich will das Zeug auch haben. So ist es ja nicht. Man schwimmt sehr langsam. Ja, es geht. Aber echt realistisch für mich. Dass man langsam schwimmt, ja. Du bist so schneller als ich, Spaß. Weil ich Sprinten gedrückt halte. Hui! Okay. Meins, alles meins. Alles meins. Geh weg. Oh. Und jetzt hier, mein Name ist Geronimo Rüder. Oh, das ist ein Bild von Mutti Claus. Hier, die Wörter auch noch von Gronkh verwenden, wa? Ja. Haben sich halt eingebürgert, ne? Ja, dann seid echt. So, hier könnte man schlafen, also auch speichern somit. Wir wow. Auf einer Milchverpackung ist ein Missing-Foto drauf. Ein richtiger fetter asiatischer Junge. Wollen wir eben speichern? Beide bitte? Können wir gleich machen, wenn ich hier alles eingesammelt habe. Und dann können wir nämlich auch die erste Folge mal beenden, weil dann kann ich mal kurz gucken wegen Ton und so. Ja. Ich muss nur mal kurz gucken, ob ich hier alles aufgesammelt habe. Da ist noch oh, was? Ich bin gerade durch die Decke gesprungen. Okay. Wir werden mal kurz draußen gucken, ob auch noch da was ist. Ah, sieh mal einer an. Ja, Yacht Summer Edition, hat sich gerade dupliziert. Okay. Der war doch aber auf dem Bötchen auch früher mal irgendwas richtig cooles. Ja, hier ist eigentlich so ein Rekorder gewesen für Musik eigentlich. Nee, ich meine irgendwas wirklich Nützliches. Ja, gab es hier nicht früher auch Seil auf dem Boot? Ich meine doch. Weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt schon zu lange her, wo ich das gespielt habe. Hm. Oder mir angeguckt habe. Ich glaube, wenn wir da so, wir sollten vielleicht hier bleiben und die Nacht über hier pennen. Meinst du? Weil, also wenn ich das Symbol da richtig deute, ist kurz vor Sonnenuntergang. Ich glaube nicht, dass wir nach Sonnenuntergang noch alleine da zu zweit auch wieder rumrennen sollten da draußen. Okay. Würde ich jetzt halt kurz warten. Ja, wir können noch mal kurz gucken. Was haben wir hier sonst noch so auf dem Bötchen? Hat ja mittlerweile sogar eine Stealth-Anzeige, das ist cool. Stealth? Achso. Wenn du kriegst. So ein Auge. Ja, das ist so ein Auge unten am Bildschirmrand. Ach guck mal, hier waren Seile. Ach Mensch, hier kann ich das sehen. Krass. Ach gut. Noch eins. Hier ist noch eins, genau. Deswegen gründlich nochmal durchgucken alles. Wir hier noch wo was finden. Ich nehme den Rettungsring damit. Kann man immer mal gebrauchen. Ja, auf jeden Fall, wenn wir den auch aufheben können. Ohne Witz, ne? Ich weiß nicht, kennst du den Film Castaway? Ja.
ohne Witz, ne? Ich würde das so machen wie der Typ von Castaway. Alles, was ich finde, so irgendwie mir, auch wenn es nicht nützlich auf den ersten Hinblick erscheint, irgendwie mitnehmen, irgendwo meine Base bringen und dann später gucken, was man draus machen kann. Pack da mal zwei Blätter dran, bitte, weil dann können wir uns da aufwärmen. Wo? Da unten. Du müsstest eigentlich den Hammer ansehen, oder? Ja. Der schwimmt so ein bisschen im Boden rein. Ja, ich weiß. Was muss ich da machen? Jetzt spannen wir eh drücken. Genau, nochmal, sehr schön. Und jetzt hier. Wow. Erstmal rumgebagge. Wie kann ich denn jetzt nochmal? Nee, das wollte ich nicht. Wie kann ich denn jetzt hier. Hey, ich glaube, das Boot brennt. Hm? Das war Spaß. Gut, ja. Dann würde ich sagen, beende ich mal erstmal. Oh, guck mal, hier war auch noch was. Ach, hier ist noch ein Foto. Geht in mein Inventar jetzt nicht auf. Ich finde hier immer wieder noch was. Okay. Gar nicht anmachen. Oh Gott, ist der Regen gerade laut. Was geht denn jetzt ab? Oh Gott. Okay. Ja, es müsste gleich die Sonne untergehen. Ja, genau. Und ich würde jetzt sagen, jetzt beenden wir erstmal die Folge und dann kann ich mal kurz gucken in der Zeit, wegen wie es aussieht mit Ton. Und ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Für die nächsten Folgen wird das so passieren, dass die Folgen einfach beendet werden und ohne Begrüßung dann in der nächsten Folge weitergeht. Dass wir halt durchspielen können. Also vielen Dank erstmal fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Bis dahin. Und tschüss. Yep.